So, hallo liebe Leute, ich hoffe, ihr hört es mich gut. Es ist 20 Uhr, wir beginnen. Und zwar, heute geht es ums Thema Backen. Was wir machen werden, hallo Lukas. Lukas ist einer der Stargäste heute, weil Lukas wird uns die Energy Balls zeigen. Und wir machen Brot, wir machen Kuchen und die Energy Balls. Und beim Brot möchte ich beginnen, dann werden wir zum Kuchenbacken übergehen. Und dann der Lukas mit den Energy Balls. Zum Brotbacken möchte ich voraussagend Folgendes sagen. Also ich bin kein Profibäcker, gar nicht. Ich habe einfach vor einem halben Jahr habe ich mir gedacht, ich würde ganz gerne ein bisschen mehr Brot backen. Und zwar deswegen, weil einerseits in den im Supermarkt gekauften Broten Backzusätze drinnen sind, die ich eigentlich so nicht haben will. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, es ist einfacher für mich, ein Brot dann zu backen oder wenn ich es wirklich brauche, es dann zu backen. Das heißt, bevor ich jetzt dann wieder mich ins Auto setze, im Supermarkt fahre, also ist es von der Organisation ganz einfach einfacher. Der dritte Vorteil ist, es ist ein bisschen günstiger, weil so ein Mehl zum Beispiel kostet, je nachdem, wo man es kauft, vielleicht manchmal ein Bio-Dinkel-Mehl kostet schon, weiß nicht, 1 Euro, 2 Euro. Und ein Kilo Brot kriegst du eigentlich, ja, also ein Bio-Brot 4, 5, manchmal 6 Euro. Also das ist auch ein bisschen ein Kostenfaktor. Aber der Kostenfaktor ist eigentlich jetzt nicht das Primäre, wo ich mir denke, das macht irgendwie Sinn, sondern es ist einfach aus der Lust entstanden, mal ein Brot zu backen. Mein Papa war Bäcker, der hat das sicher viel besser können als ich. Ich werde jetzt auch kurz auf die Ingredienzien eingehen und da ein bisschen was dazu sagen. Und man wird dort auch schon merken, dass ich jetzt kein Profibäcker bin, weil ich noch nicht, sage ich mal, mit Sauerteig arbeite. Wenn wir uns einmal die Inhaltsstoffe von Brot anschauen, dann ist das, wenn man es ganz, ganz einfach nimmt, ein Mehl, normalerweise ein bisschen Salz und Hefe oder Sauerteig und Wasser. Das sind eigentlich die vier Elemente vom Brot. Viel mehr ist es nicht. Welches Mehl man jetzt nimmt, also ob es Weizen ist, ob es Dinkel ist, ob es Roggen ist, das sei jetzt einmal dahingestellt. Ich persönlich, und ich werde auf der nächsten Folie zeigen, warum, mich zieht es mehr zum Dinkel als zum Weizen und ich mische manchmal ein bisschen Roggen dazu. Wenn man jetzt den klassischen Weizen anschaut, dann ist der sicher derjenige, der am meisten gebraucht wird in der Welt, der in vielen Speisen drinnen ist, in vielen Produkten drinnen ist, der allerdings auch am meisten gezüchtet wurde. Und dort wurde er optimiert etc. Und da wurde er natürlich von dem ursprünglichen Weizen etwas verfälscht. Dasselbe passiert leider mit der Zeit auch mit Dinkel. Es gibt aber immer noch ein paar Unterschiede zwischen Dinkel und Weizen, die möchte ich nachher herausarbeiten. Roggenbrot schmeckt mir grundsätzlich auch sehr gut, aber da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, ein klassisches Roggenbrot ist eigentlich ohne Sauerteig kaum hinzukriegen. Also der Roggen braucht den Sauerteig, um wirklich schön aufzugehen. Also das habe ich ein paar Mal mit Hefe probiert, bis mir dann Leute, die das besser können als ich, gesagt haben, du, da brauchst du eigentlich einen Sauerteig. Ja? Sauerteig ist diese Sache, die man eigentlich mit ein bisschen Weizen ansetzt und das dann ähnlich wie eine Hefe diese Gärgase ausbildet im Brotteig. Generell Gluten, was macht Gluten? Gluten macht das, dass wenn jetzt zum Beispiel Hefe oder Sauerteig im Brotteig diese Gärgase machen, dann macht Gluten eigentlich diese Kapsel rundherum und dieser Kleber vom Brot macht eigentlich dieses, also wenn ihr euch jetzt ein Brot aufschneidet und ihr seht da diese Kammern, dann ist rund um diese Kammern natürlich das Mehl, aber quasi das Gluten hält das zusammen. Das ist wie ein Kleber sozusagen. Der Gluten vom
Weizen ist ein bisschen unterschiedlich zum Dinkel, ist ein bisschen unterschiedlich zum Roggen. Deswegen muss man die auch ein bisschen unterschiedlich behandeln. Also wie gesagt, mit meinem Brot, das ich hier heute backen werde, geht sehr gut mit Weizen. Ich mache es aber primär immer mit Dinkel. Ich habe generell begonnen, Brot zu backen, so klassisch, entweder mit der Brotbackmaschine bzw. mit den Händen geknetet. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist ja irgendwie, also wenn ich da jeden dritten Tag Brot backe, also eine totale Panscherei und meine Finger sind ganz klebrig etc. Und bin dann auf ein Rezept gekommen, so quasi für Faule. Einerseits ein Brotteig, der relativ schnell geht und wo man sich aber die Finger eigentlich de facto überhaupt nicht klebrig macht. Und den möchte ich eigentlich heute zeigen. Also, erster Punkt, Mehle. Und ich zeige nachher auch ein bisschen die Unterschiede, also Dinkel versus Weizen. Jetzt, der zweite Faktor ist die Hefe. Da haben wir entweder die Trockenhefe, also wie man es hier, da habe ich mein großes Glas bestellt, weil ich wollte nicht immer diese 7 Gramm kleine Päckchen kaufen, weil irgendwann sind wir wieder ausgegangen. Die Hefe, Trockenhefe, also die Hefe ist dafür da, dass Zucker wird umgewandelt und bildet quasi Gärgase innerhalb des Brotes. Das sind dann eben diese Luftkammern. Quasi das Brot wird größer, geht auf, es geht, unter Anführungszeichen. Und das macht die Hefe und bildet da zum Beispiel in einer trockenen Form vor. Und natürlich gibt es auch diese Würfel, die ihr kennt, also die ganz normale Hefe. Sauerteig im Gegensatz dazu ist das Trinkmittel, das man verwendet, wenn man Sauerteigfirm ist. Ich bin es nicht oder noch nicht. Beim Sauerteig ist es ganz einfach so, er hat gewisse Vorteile gegenüber der Hefe. Man sagt ihm nach, dass er probiotisch ist, dass er also sozusagen für die Verdauung noch besser ist als die Hefe. Manche Leute haben vielleicht auch eine Hefeunverträglichkeit. Allerdings ist es so beim Sauerteig, dass man ihn ansetzen muss, dass man ein bisschen drauf schauen muss, wann macht man ein Brot und man muss das Ganze ein bisschen mehr organisieren. Also es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber für mich ist es im Moment einfacher zu sagen, ich mache ein Hefebrot, wo ich ganz einfach die Zutaten zusammenmische und ja, dann das relativ bald ins Rohr schieben kann und dann ein Brot habe. Das dritte ist das Salz. Das Salz ist dazu da, dass es einerseits ein bisschen ein Geschmacksträger ist, aber wenn man sich den Gluten anschaut, dann ist es auch, dass das Kleber-Eiweiß-Gerüst gefestigt wird. Das heißt, wenn man jetzt sagt, die Gluten sind dafür da, dass es die Gärgase zusammenhält, das ja in den unterschiedlichen Mehlen drinnen ist, dann festigt einfach das Salz dieses Kleber-Eiweiß-Gerüst, was ja letztlich dann Gluten ist, ne? Kleber-Eiweiß. Dann gibt es ein paar Sachen, die man optional dazugeben kann. Und zwar ist das Essig, Ahornsirup, also eine Art von Süße, und Öl. Warum gibt man das jetzt dazu? Also Essig hat den Sinn, ich habe heute zum Beispiel bei meinem Rezept gebe ich es nicht dazu, aber normalerweise gebe ich es dazu, so einen Schuss Essig. Und zwar, wenn man ein Rezept macht mit viel Hefe und quasi ein schnelles Brot, dann neutralisiert Essig etwas diesen intensiven Geschmack, der eventuell aufkommen könnte. Das ist der erste Faktor. Das zweite Faktor ist, er verbessert etwas das Roggenmehl-Glutengerüst. Das heißt, wenn man Roggen hinzufügt, ist es günstig, wenn man auch ein bisschen Essig hinzufügt, weil der Roggen eben quasi anders mit Gluten umgeht. Kurz stummschalten, danke. Das ist das Zweite. Das heißt, wenn ich ein bisschen Roggen hinzufüge, was ich manchmal mache, das heißt, ich mache nicht ein reines Dinkelbrot, sondern ich füge ein bisschen hinzu, dann ist es eben auch günstig, einen Schuss Essig dazu zu geben. Und das Dritte ist, es wird so beschrieben, dass wenn Essig drinnen ist, dass das Brot etwas länger haltet und nicht so leicht schimmelt. Also man kennt es vielleicht von den Broten, wenn die jetzt, ich weiß nicht, 5, 6 Tage werden, das ist,
Wir hatten das selber auch einmal, dass ein Brot dann wirklich verschimmelt ist. Ich weiß auch nicht 100% an was das liegt, weil eigentlich also wahrscheinlich ist es zu feucht im Inneren des Brotes. Vielleicht habe ich das eine Spur zu wenig gebacken. Und die Brotdose hat im Normalfall so Löcher. Also dann kann ich das. Also wir haben so eine Brotbox bekommen und die hat zum Beispiel so Löcher drinnen, damit das Brot eben dann auch noch längerfristig atmen kann. Das ist übrigens eine wunderschöne Brotbox. Die Laura hat es von einer Bekannten bekommen. Da ist so, ja, schaut so aus. Also Brotbacken ist ja nicht nur, ich meine, natürlich könnte man sich immer im Supermarkt kaufen, aber es ist auch lässig, wenn man sich das selber macht und dann mit so einer schönen Brotbox. Ja. Also zurück zum Essig. Dem wird eben nachgesagt, dass er aufgrund seiner Essenz etwas gegen diese Schimmelbildung wirkt. Dann den Ahornsirup zum Beispiel. Es kann aber auch was anderes sein. Es kann normaler Zucker sein, aber ich verwende eher den normalen Zucker nicht, den raffinierten, sondern versuche eben Zuckerersatzprodukte zu haben. Und dann zum Beispiel ist der Ahornsirup oder der Agavendicksaft, den kann man nehmen, weil die Hefe quasi eine Art von Zucker braucht, um gut arbeiten zu können. Das heißt, man hilft der Hefe, also es ging ja auch ohne, aber man hilft der Hefe, dass sie ihren Arbeitsprozess besser durchführen kann, indem man die Hefe mit Zucker füttert, weil quasi der Zucker ist die Nahrung für die Hefe. Das ist der zweite. Also Essig, dann die Süße und dann als drittes haben wir noch das Öl. Das Öl ist auch optional, also man muss das nicht unbedingt hinzugeben, aber warte, muss da jemanden. Ja. Also das ist auch optional, aber einerseits ist Öl, ich habe jetzt hier zum Beispiel Walnussöl, einerseits natürlich kann man den Geschmack leicht variieren dadurch, allerdings ich gebe so wenig Öl dazu, dass man jetzt dass das nicht stark schmeckend ist, also dass es nicht im Vordergrund ist, sondern wenn dann nur leicht im Hintergrund. Aber Öl, dadurch, dass es ein Fett ist immer ein Geschmacksträger. Und man sagt dem Öl auch nach, wenn man das reingibt, dass das Brot länger saftig und frisch bleibt. Man darf allerdings das Öl nicht übertreiben, also man darf nicht zu viel Öl reingeben, weil sonst hemmt der auch wieder die Arbeit der Hefe und dann geht das Brot nicht auf, unter Anführungszeichen. Jetzt kurz zum Dinkel und dann bin ich schon bald auch beim Backen selber. Kurz zum Dinkel, die Vorteile gegenüber dem Weizen, er hat eine dickere Kornschale und braucht daher von Natur aus weniger chemische Abwehrstoffe gegen Fressfeinde. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass der Dinkel auf einem höheren Halm wächst als der Weizen. Das heißt, er wächst einfach höher rauf. Und der Wind kann quasi den besser abtrocknen nach dem Regen. Und Pilze und Schimmel. Befall ist ja oft dann, wenn es zu lange feucht bleibt. Und infolgedessen braucht diese Pflanze auch weniger chemische Abwehrstoffe gegen diese Pilze. Weil man muss sich ja im Klaren sein, dass wenn jetzt zum Beispiel ein hochgezüchteter Weizen gewisse Abwehrstoffe braucht oder Pestizide oder was auch immer, dann ist das natürlich in gewisser Art und Weise im Korn drinnen, im Mehl drinnen und letztlich dann im Brot drinnen und letztlich dann in unserem Magen drinnen. Deswegen ist es auch so, dass man, es ist ohne wissenschaftlichen Hintergrund das zu sagen, aber deswegen glaube ich, dass viele Unverträglichkeiten dem Weizen gegenüber einerseits wegen dem hochgezüchteten Glutenanteil ist und andererseits eben, weil sich die Pflanze quasi sehr, sehr stark gegen Umwelteinflüsse wehren muss und quasi diese chemischen Prozesse, diese Abwehrmechanismen, die dann natürlich letztlich auch gegen den Magen-Darm-Trakt wirken. Also der Dinkel hat weniger Hemmstoffe für unsere Verdauungsenzyme und im Gegensatz zu Weizen ist das Dinkelgluten relativ fragil und wird durchs Backen und Kochen besser deaktiviert. Wenn man jetzt ein Weizenbrot im Vergleich zum Dinkel auch hernimmt, dann ist oftmals das Weizen nochmals mehr aufgegangen, noch mit größeren Kammern, ja, weil einfach
sozusagen das Gluten dort besser hält, unter Anführungszeichen. Dinkelstärke unterscheidet sich in der Struktur von Weizenstärke. Die enzymatische Spaltung verläuft langsamer. Spitzen im Blutzucker werden dadurch vermieden. Also geht auch mit dem Blutzuckerspiegel etwas anders um als Weizen. Dieser glykämische Index, wenn euch das was sagt. Was Dinkel jedoch sehr viel, so viel bekömmlicher macht, ist das völlige Fehlen von Omega-Gliadinen. Das ist ein Träger der ATI-Inhibitoren, die unsere Verdauungsenzyme hemmen. Also ein paar, man darf sich ja euch jetzt nicht vielleicht die Vorstellung, der Vorstellung hingeben, dass jetzt, also Weizen ist ganz böse und Dinkel ist ganz gut. Das stimmt so nicht, aber ich bin über die Jahre drauf gekommen, dass mir einfach Weizen, Dinkel besser tut und auch Roggen. Ja. Roggen mische ich allerdings bei den Rezepten, die ich jetzt da habe, beziehungsweise heute vorstelle, eher weniger dazu. Für ein klassisches Roggen und überhaupt für ein Roggenvollkornbrot müsste man wirklich dann auf Sauerteig umstellen. So, jetzt sind wir, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt sind wir beim Rezept. Und zwar werde ich das jetzt ansetzen und schauen wir, ob die Zeit reicht, dass der Kuchen dann noch geht. Die Quintessenz von dem ganzen Rezept ist eigentlich, dass man den Teig ohne Kneten macht. Ich werde dann zeigen, wie. Und dass man auch, wenn der Teig gegangen ist, also zum Beispiel nach 2 Stunden, dass der Teig dann eigentlich nur im Mehl eingefalten wird, ohne dass man jetzt dann noch einmal irgendwie knetet oder sich irgendwie die Finger klebrig macht oder was auch immer. Das heißt, er wird einfach nur leicht bemehlt und wird dann so ein paar Mal eingefalten. Ja? Und so kommt er dann ins Rohr. Also ein total einfaches Rezept. Und bei mir ist es so, ich koche im Normalfall, also ich hole mir schon die Inspiration von einem Rezept, aber ich wiege die Sachen nicht exakt ab. Das heißt, wer jetzt genau so ein Rezept nachbauen will, dann da ist hier zum Beispiel die genauen Gramm aufgelistet, also zum Beispiel 400 Gramm Dinkel, so wie es da steht, 350 Milliliter Wasser, 3/4 Teelöffel Trockenhefe, 2 Teelöffel Salz, ein Schuss Essig, ein Schuss Ahornsirup, ein Schuss Öl. Und also das ist relativ genau die Angabe. Ich mache es persönlich nicht so. Ich mache es immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel, also Wasser ist für mich das Erste, was ich reingebe, wenn ich einen halben Kilo Brot dann im Endeffekt will oder sagen wir mal, einen halben Kilo Mehl verarbeiten will, dann gebe ich einfach weniger Wasser rein. Und wenn ich weiß, okay, es soll wirklich ein Kilo, ein großer Leib werden, dann gebe ich eigentlich die 3/4 Flasche rein. Das heißt, jetzt wäre ich ungefähr, mal die Hälfte der Flasche rein. Das sind 500 Milliliter. Ich brauche jetzt halt eigentlich kein so extrem großes Brot backen. Gehen wir mal so circa die Hälfte rein. Das sind ungefähr 550 Milliliter, so in der Richtung. Ja. Und was ich dann mache, ich gebe die Hefe dazu. Heißt in dem Fall, so einmal der große Löffel, oder mehr vielleicht. Ja, auch bei diesen Päckchen, weil wenn da zum Beispiel Trockenhefe draufsteht, dann sind das, glaube ich, meistens ein paar Gramm und da steht dann irgendwie ein Packerl für 500 Gramm Mehl. Also dann, genau, das ist die Hefe. Dann eine Prise Salz dazu. Ich mache das auch nach Gefühl. Tendenziell möchte ich es mit Salz nicht übertreiben, weil, ja, ich weiß, ein Brot, das salzig schmeckt, da kannst du fast nicht aufhören. Aber ich versuche das Salz, ich habe es einmal ein bisschen zu salzig gemacht. Und das ist, ja, ich weiß nicht. Also ich versuche das ein bisschen zu reduzieren. Man kann ja zum Beispiel durch den Belag immer noch Salz reinbringen. Also zum Beispiel irgendeinen würzigen Brotaufstrich oder was auch immer. Oder ein
Meistens ist ja auch in der Butter leicht noch Salz drinnen. Also die Grundlage, Salz ja, ist auf jeden Fall ein Geschmacksträger und eben auch, wie wir gehört haben, für dieses Glutengerüst ein Festiger. Also passt absolut, Salz reinzugeben. Aber eben, ich versuche es nicht zu übertreiben mit dem Salz. So, dann ein Schuss Öl. In dem Fall gebe ich ein Walnussöl dazu. Schuss Essig habe ich jetzt nicht da. Das ist, glaube ich, das erste Mal in 20 Jahren, dass ich kein Essig zu Hause habe. Aber weiß ich nicht, warum. Also ich würde jetzt einen Schuss Essig dazu geben. Also wer jetzt mitbackt, Schuss Essig. Schuss Essig, natürlich kann man jetzt sagen, okay, das sind genau 3 Gramm oder so, ja, aber ich bin jetzt nicht jemand, der das abwiegt. Also ich nehme einfach die Flasche und gebe einen Schuss Essig rein. Beim Essig soll man auch, beim Essig, beim Öl und beim Zucker soll man auch jetzt nicht zu viel reingeben, weil das eben, so wie ich es vorher beschrieben habe, beim Öl, das könnte dazu führen, dass die Hefe in der Arbeit stört, also quasi den Umwandlungsprozess oder die Kehrprozesse, insofern dort immer eher dezent. Ja, mehr kann man ja dann später immer noch machen, wenn sich zeigt, dass dieses Rezept gut war. Bei mir ist es übrigens so, wie gesagt, ich bin kein Profi, gar nicht, aber ich verändere die Rezepte dann auch immer wieder. Das heißt, ich habe mir das Rezept einmal rausgesucht, dieses Brotrezept ohne zu kneten. Und ja, es wird dann ganz einfach immer wieder ein bisschen abgeändert und es ändern sich zum Teil auch die ätherischen Öle, die ich reingebe. Komme ich gleich dazu. So, ein Schuss Ahornsirup noch, also ein bisschen eine Süße für das Arbeiten der, das ist schon fast leer, der Ahornsirup. Man könnte auch Agavensaft zum Beispiel reingeben. Für die Hefetätigkeit. Dann rühre ich das ein bisschen um und das ist jetzt so eine durch die Hefe etwas, wenn man es sieht, so leicht. Ja, es ist mir nicht zu schwer, wenn ich es jetzt nämlich zeigen würde, dann würde ich es auf dem Laptop ausleeren. Ich rühre das ein bisschen um, versuche das ein bisschen zu vermischen und ich gebe dem Ganzen auch etwas Zeit. Und zwar, dass die Hefe in der Flüssigkeit ein bisschen sich auflösen kann. Und dann eigentlich letztlich mit dem Zucker schon beginnen kann, ihre Arbeit fortzusetzen. In der Zwischenzeit werde ich kurz über die ätherischen Öle reden, die ich gern dazu gebe. Und zwar ist das Rosmarin, also primär ist es Rosmarin und Kreuzkümmel bei mir. Man kann aber auch mit ganz anderen ätherischen Ölen experimentieren, wie zum Beispiel, man könnte D-Chais dazu geben. D-Chais, wenn man sich anschaut, was in D-Chais drinnen ist, und dann ist es zum Beispiel auch Wacholder, Pfefferminz, Lemongrass, Anis, Fenchel. Anis und Fenchel sind so klassische Brotgewürze auch. Und ja, also D-Chais könnte man dazugeben. D-Chais generell ja alles, was Magen-Darm angeht. Normalerweise nimmt man D-Chais dann am Bauch, wenn man zum Beispiel zu viel gegessen hat oder zu schwer oder zu fett oder was auch immer. Aber D-Chais, wenn es dir schmeckt vom Geschmack, könntest D-Chais auf jeden Fall auch als ätherisches Öl, als Brotgewürzersatz unter Anführungszeichen direkt dazugeben. Das ist mal das eine. Dann Fenchel. Fenchel ist ein klassisches Brotgewürz, eigentlich so wie Kümmel. Da muss man halt immer abschätzen, okay, schmeckt einem das? Taugt einem der Geruch? Und genauso wie schwarzer Pfeffer, da könnte man auch experimentieren. Ich habe mit schwarzem Pfeffer jetzt noch nicht so viel experimentiert. Schwarzen Pfeffer gebe ich sehr gerne in Gemüsepfannen, aber im Brot habe ich es jetzt noch nicht drin, aber könnte man auf jeden Fall auch machen. Was passiert eigentlich mit den Inhaltsstoffen, wenn man ein Brot backt? Naja, das ist so, wie der Alex erzählt hat. Eigentlich geht es da weniger um die Essenz, weil die Essenz natürlich ab einer gewissen Temperatur verschwindet. Unter Anführungszeichen, also ist eher so, dass der Geschmack bleibt. Das heißt, ich muss ja das ätherische Öl jetzt in dieser Form
wenn es in der flüssigen Form oder in der Teigform vorliegt, schon dazugeben, weil später kann ich es ja de facto nicht mehr ins Brot bringen. Also es muss mitgebacken werden. Und deswegen haben wir da natürlich im Ofen Temperaturen um die 200 Grad. Und damit bleibt eigentlich von den Wirkstoffen nicht viel über. Aber der Geschmack bleibt drinnen. Also wenn ich jetzt ein ätherisches Öl aufgrund von den Inhaltsstoffen für eine gewisse Anwendung haben will, dann bringe ich das anders auf, also unter die Nase oder auf den Armgelenken oder am Bauch oder auf die Fußsohlen oder in den Nacken oder hinter den Ohren oder auf die Stirn oder wo auch immer. Also oder Thieves zum Beispiel auch intern einnehmen oder im Wasser trinken etc. Aber wenn ich, wenn es um den ums Backen geht, bleibt eigentlich nur der Geschmack über. Meine absoluten Favorites im Brot ist Kümmel. Kümmel kennt man, das ist so ein klassisches Brotgewürz eigentlich. Was mir noch besser schmeckt, ist der Kreuzkümmel. Und zwar haben wir den bei Young Living. Wir haben also nicht nur den Kümmel, also Caraway, der klassische Kümmel. Caraway. Und wir haben Kumin. Manchmal steht es Englisch drauf, manchmal steht es Deutsch drauf. Also Kumin ist der Kreuzkümmel. Und ich finde, dass der Kreuzkümmel einen so angenehmen, intensiven Geschmack hat, dass ich den jetzt, das ist schon leer, das ist eine Flasche, gut, nehme ich das neue. Das habe ich sicherheitshalber nachgekauft. Und da gebe ich jetzt zum Beispiel 2 Tropfen rein. Man könnte zum Beispiel ein Brot machen, wo man jetzt sagt, okay, das soll nur nach Rosmarin schmecken oder soll ein bisschen nach Kreuzkümmel schmecken oder eben schwarzen Pfeffer. Oder man sagt, gut, man könnte theoretisch 2 Tropfen Kreuzkümmel mit 1 Tropfen Rosmarin mischen. Also in dem Fall werde ich, was mache ich? Ich werde 1 Tropfen Rosmarin dazugeben oder Koriander, aber in dem Fall nein, Rosmarin, 1 Tropfen. So. Genau, Rosmarin, also da gibt es, glaube ich, sogar einen eigenen Call dazu, Kräuter versus ätherische Öle, und da wird Rosmarin, da spreche ich viel über Rosmarin, mache ich jetzt nicht, weil sonst ist die Zeit zu kurz, aber ich liebe den Geruch, ich liebe die Wirkung von Rosmarin und ich habe das irrsinnig gerne im Brot, so einen ganz leichten Rosmarin-Geschmack im Brot zu haben. Deswegen gebe ich das dazu. Also in dem Fall jetzt 1 bis 2 Tropfen Kreuzkümmel, 1 bis 2 Tropfen, 1 Tropfen Rosmarin. Aber wie gesagt, da kann man experimentieren und ja, also wenn man jetzt mit Süßen oder für zum Beispiel für Weihnachten und so backt man eher wahrscheinlich mit Orange, Zimtrinde, Mandarine, Vanille und so. Das sind dann eher für die Süßspeisen. Aber im Brot, glaube ich, passen die Kräuter besser. Man kann natürlich auch mit Basilikum backen etc. Hops, schon beim Brot. So, jetzt gebe ich das Mehl dazu. Und jetzt ist es einfach so, ich habe jetzt die Wassermenge nicht 100% abgewogen und ich messe auch das Mehl nicht 100% ab, sondern ich gebe es einfach dazu und rühre es mit einem Löffel ein. So, das eine ist leer. Da gebe ich mal dazu. Also beides jetzt Bio-Dinkel-Mehl, ein glattes. Es gibt natürlich auch bei den Mehlen, da gibt es ja ganz viele Typen, ja, also das 500, 700er und dann, also ganz unterschiedliche Mehle und manche Rezepte natürlich brauchen dann einen gewissen Typ. Also was ich arbeite meistens, also ich backe meistens im Moment mit dem glatten Dinkelmehl. Und das ist vom Typ 700, steht da drauf.
So, und das verrühre ich. Und langsam wird dann der Teig vom flüssigen Zustand in einen teiligen Zustand. Und was ich jetzt zum Beispiel auch machen könnte, dass ich das ein bisschen mische mit einem Roggenmehl. Also nicht zu hoch der Roggenmehlanteil, weil sonst geht man das Brot nicht auf. Aufgrund des anderen, Glutens, aber so, und ich mische das ganz einfach mit dem Löffel. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo man das Brot knetet, aber ich mache es mir einfach und vermische das mit dem Löffel. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es hat die richtige Konsistenz, es ist nicht mehr zu feucht, dann lasse ich das ganz einfach zugedeckt stehen in der Küche. Und ich muss sagen, es macht jetzt keinen Riesenunterschied, ob das jetzt an einem warmen Ort steht oder ich weiß nicht, das ist einfach in der Küche, lasse ich das stehen. Man soll übrigens das Wasser, was man gibt, das sollte jetzt nicht eiskalt sein, weil sonst tut sich die Hefe schwieriger mit dem Arbeiten. Also hätte ich vielleicht am Anfang dazu sagen sollen, also vielleicht nicht eiskalt, sondern so, ja, wenn es normal aus der Wasserleitung kommt, wenn es kalt ist, ist okay, aber eben jetzt nicht ein Wasser, das gleich gefriert, weil da tut sich die Hefe schwerer. Bei manchen Rezepten steht dabei lauwarmes Wasser. Ja, also so, jetzt ist es relativ gut durchmischt und es hat so eine teige Konsistenz. Passt. Ich könnte ein bisschen mehr Mehl brauchen, aber ich glaube, es ist okay so. Und so wie es jetzt ist, lasse ich das stehen, falls sich das heute nicht mehr ausgeht. Das Ganze würde jetzt circa nach 2 Stunden ungefähr da oben, bis da oben gehen. Das heißt, also ihr seht das, wie viel jetzt drinnen ist. Und wenn das Brot aufgeht, ist es normalerweise dann fast bis hier herum. Was ich dann mache, ist, ich nehme das vom Rand weg und lege das auf eine bemehlte Fläche und schlage und bemehle das Brot auch etwas und schlage es einfach ein paar Mal ein. Also ich falte das zusammen, das Brot, wenn es eben gegangen ist und wenn es draußen liegt. Und wenn das ein paar Mal eingefaltet ist, das Brot mit der Bemehlung, dann schiebe ich es ins Rohr bei 200 Grad und warte, bis es so eine schöne Kruste hat. Dann nehme ich es raus und schneide es aber nicht sofort an, sondern lasse es auskühlen und zwar idealerweise auf sowas, auf so einem Gitterrost, also quasi, dass das Brot nach unten hin auch abdünsten kann. Weil wenn man das Brot wenn man es rausnimmt aus dem Ofen und auf eine glatte Fläche legt, dann entsteht manchmal so ein gatschig, was heißt gatschig, zu saftiger Brotboden. Und wenn das Brot aber so eine Stunde, 2 Stunden noch auskühlen kann und nach unten auch die Wärme abgeben kann, dann wird das unten nicht so ein gatschiger Brotboden und ist dann auch so eine ähnliche knusprige Schicht wie oben. Und wenn man das Brot rausnimmt, ja, das ist also Geschmackssache. Man sieht es schon ungefähr, wenn das dann wirklich so einen schönen, knusprigen Effekt oben kriegt. Und genau. So, das war's zum Brot. Also Kreuzkümmel und ein bisschen Rosmarin habe ich reingegeben. Ich lasse ihn jetzt einfach zugedeckt stehen und würde sagen, ich spiele jetzt das Video ein von der Laura, die diese Woche einen sehr guten Apfelstreuselkuchen gemacht hat. Und wir können dann auch das Brot, das Rezept durchgehen, das ich
wo ich das gepostet habe. Aber schauen wir uns mal das Rezept an, wo das die Laura jetzt gemacht hat, beziehungsweise, oder vielleicht gehen wir doch das Rezept da durch, weil wenn ihr das jetzt mitpacken wollt, dann könnt ihr das ja zum Beispiel in der Zwischenzeit machen. Willst du das machen? Ja. Ja. Hallo. Agnes, hast das ja eingeblendet. Genau, dieser Kuchen ist super easy. Auch der andere, den ich gemacht habe, wo ihr dann das Video sehen werdet. Also ich bin ein Fan von schnell. Kuchen darf schnell gehen, weil oft ist es so, wir haben Gusto auf Kuchen und dann muss er jetzt da sein. Ja, und so war das zum Beispiel mit dem Kuchen. Im Prinzip, also ich nehme zum Beispiel immer gefrorene Heidelbeeren, weil ich die noch vom letzten Jahr eingefroren habe von einem Biobauern bei uns in der Gegend und funktioniert genauso. Also das Rezept sagt frische, aber mit dem gefrorenen funktioniert es genauso. Ja, im Prinzip könntest du das Backrohr mal vorheizen auf 200 Grad, Ober- und Unterhitze und dann sehen wir eh schon in der Zutatenliste 215 Gramm Dinkelmehl. Also auch ich nehme immer Dinkelmehl. Ich habe es noch nie mit was anderem probiert. Markus hat eh vorher auch ein bisschen drüber geredet. Also obwohl auch Dinkelmehl Gluten hat, vertrage es ich zum Beispiel viel besser. Also Weizen geht bei mir gar nicht, zum Leid aller, die in meiner Nähe sind. Ist Weizen einfach immer, reagiert mein Körper. Und auf Dinkelmehl trotz Gluten oder Gluten, wie manche von euch sagen, ja, da reagiert mein Körper gar nicht. Deshalb ist das auch immer meine Wahl für irgendwelche Kuchen oder so. Dann, also ich füge immer, wie man es halt so macht, die ganzen trockenen Zutaten zusammen. 25 Gramm Speisestärke, 150 Gramm Zucker. Ich nehme auch keinen Zucker für meine Kuchen, sondern ich nehme entweder Erythrit. Erythrit ist ein Zuckerersatzstoff, der vom Körper nicht verstoffwechselt werden kann. Das heißt, er geht einfach eins zu eins durch den Körper durch, ohne dass er irgendwie was hinterlässt. Man sagt auch, er hat keine Kalorien aus diesem Grund, weil er halt einfach vom Körper nicht wahrgenommen wird. Deshalb nehme ich gerne Erythrit. Es hat einen ganz leichten, ich will gar nicht sagen Eigengeschmack, aber es verändert ein bisschen was im Rezept. Aber ja, also ich nehme es gern oder ich nehme auch Xylit gerne. Ich hatte früher zum Beispiel das Thema mit Xylit, dass das sehr abführend gewirkt hat auf mich. Das müsste man testen, wie man darauf reagiert. Aber mittlerweile, also Erythrit ist halt wirklich vom Körper gar nicht erkennbar als Zucker oder was auch immer und ist aber eigentlich genauso süß wie Zucker. Ich nehme da aber trotzdem auch gerne ein bisschen weniger Zucker, also auch weniger Erythrit ungefähr. Ich würde sagen 150 Gramm. Circa, man kann auch 140 Gramm. Also es kommt auf euch drauf an. Wenn ihr den Kuchen eher süß wollt, dann nehmt halt die 175 Gramm. Ich nehme gerne ein bisschen weniger, weil es mir sonst zu süß ist. Also ich würde jetzt mal mit 130 bis 150 Gramm gehen. Ja, dann Sojamehl. Sojamehl habe ich nie zu Hause und deshalb nehme ich einfach immer ein bisschen mehr Speisestärke. Also ihr könnt jetzt entweder 15 Gramm Sojamehl, wenn ihr es habt, dazugeben oder einfach noch 10 Gramm mehr von der Speisestärke oder auch 15 Gramm mehr von der Speisestärke. Genau, die Stärke dient ja einfach nur dadurch, weil das ja ein veganer Kuchen ist und wir kein Ei drinnen haben, dass das Ganze ein bisschen besser zusammenhält. Also die Stärke bindet ganz einfach. Man könnte auch Johannisbrotkernmehl nehmen zum Beispiel, wäre auch so ein Bindemittel quasi, das in der veganen Küche gern verwendet wird. Genau, weil oft Menschen, die halt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit veganem Kochen oder Backen haben, oft sagen, naja, veganer Kuchen wird immer so bröselig oder wird irgendwie nicht so lecker. Und das eine ist natürlich, also dieser Kuchen ist extrem fluffig, also der ist so richtig fluffig, weil er hält gut zusammen. Also es ist eben die Stärke, die bindet und das Backpulver, das ihn ein bisschen fluffig macht und natürlich auch das Öl. Also wir haben relativ viel Öl auf die Menge drin und dann auch noch Milch, also Pflanzendrink sozusagen. Genau, aber mal weiter bei den trockenen Zutaten. Da steht jetzt eine Prise Vanillepulver,
Das wäre jetzt natürlich verrückt, würden wir da Vanillepulver nehmen. Wir nehmen natürlich das Vanilleöl. Genau, gibst du das mit dem Drop? Also hier ist jetzt hier das Vanilleöl. Und was ich einfach drauf habe auf dem Vanilleöl, ist so eine kleine Pipette, weil das Vanilleöl ein eher dickeres, also ein eher zähflüssigeres Öl ist. Und genau, und deshalb habe ich da diesen Tropfer drin und dann kann ich einfach die Tropfen rauströpfeln. Das kann ich in den Kaffee so machen. Das kann ich eben auch in den Kuchen machen. Ich gebe meistens 2 bis 3 Tropfen rein in so einen Kuchen. Ich habe es gern vanillig. Und ja, also 2 bis 3 Tropfen Vanille. Eine kleine Prise Salz und dann 2 Teelöffel Weinstein-Backpulver oder ja, normales Backpulver, was halt gerade da hat. Ja, dann hätte man vielleicht auch zu Beginn schon gemacht, wer jetzt wirklich mitbackt. Die Margarine, die sollte flüssig sein. Also entweder es gibt Margarine, was ich auch gern nehme, ist Kokosöl. Das werdet ihr auch beim nächsten Kuchen sehen. Also ich mache ganz viel mit Kokosöl, weil es sehr hitzeverträglich ist und weil es dennoch einfach eine sehr gute Kombi an Fettsäuren hat, die dem Körper halt auch gut tun. Und auch wenn sie halt schon erhitzt wurde oder wenn es schon erhitzt wurde, ist das immer noch für den Körper sehr, ja, sehr gut verträglich, wenn nicht sogar ja, eher vorteilhaft, sage ich mal. Also du kriegst vom Kokosöl mehr Gutes mit als jetzt von zum Beispiel einer Margarine, wo oft ganz viele, wie heißen sie, die Fette, Transfette drin sind. Also gerade klassische Margarine hat eben diese extrem gesättigten Fettsäuren schon und dann die halt einfach ja, dem Körper nicht so gut tun. Deshalb ist meine Wahl meistens Kokosöl oder halt eine pflanzliche Butter sozusagen, wo ja, andere hochwertige Öle drin sind. Also da gibt es ja auch exquisites mit Shea-Butter gibt es einen, Shea-Kokosöl. Natürlich gibt es auch welche auf Palmölbasis, was jetzt auch nicht so vorteilhaft ist, das zu unterstützen, aber es ist vom Körper anders aufnehmbar. Es ist jetzt die klassische Margarine, die man halt kennt, so diese Rama und sowas. Ist vom Körper eigentlich nicht so fein. Genau. Ja, also die Margarine sollte flüssig sein, dass man die halt dann gut einrühren kann. Der Teig wird auch eher auf der flüssigen Seite. Und dann geben wir noch 200 Gramm Sojadrink dazu. Ich nehme eigentlich immer Hafer oder Reis, weil ich Soja nicht mag. Aber ja, gibt es ja, oder man kann auch Mandeldrink nehmen, da gibt es ja viele Optionen. Genau, in der pflanzlichen Milchwelt. Ja, und dann rührt man eigentlich, also ich rühre das dann immer beides gleich rein, wenn die Margarine oder eben diese vegane Butter halt flüssig ist, dann rühre ich das einfach ein. Ich mache es erstmal mit dem Löffel und dann habe ich einen Schneebesen. Also das reicht vollkommen, du brauchst keinen Mixer. Du kannst natürlich den Mixer nehmen, ist aber gar nicht notwendig. Ich finde, Mixer ist dann immer zum Putzen so mühsam. Deshalb nehme ich gern den Löffel und einen Schneebesen. Am Anfang tut es der Löffel noch, sonst verklebt sich so im Schneebesen und dann einfach gut verrühren, dass alle Bröseln sich auflösen. Und ja, das war es eigentlich. Wie gesagt, der Teig, der soll eher auf der flüssigen Seite sein. Also macht euch keinen Kopf, wenn es flüssig ist, das gehört so. Nicht jetzt noch extra Mehl dazugeben oder so, sondern unbedingt zu lassen. Das ist eben dieser, da oben steht à la Mäusle bei uns. Ich kenne das noch als Madeleines, wer es kennt, also diese kleinen Madeleines-Küchlein. So in die Richtung geht der Kuchen vom Geschmack her, also so fluffig, saftig. Genau, dann die Form. Ich nehme immer eine Tortenform, die noch ein bisschen einfetten. Und dann könnt ihr das Ganze reinleeren und dann die Heidelbeeren drüber streuseln und dann ab in den Ofen damit. Und da steht dann Kochbackzeit ca. 30 Minuten. Ja, ich schaue dann immer, ich habe so ein Holzstäbchen und mit dem schaue ich einfach immer, wann er wirklich durch ist. Aber so 30 Minuten ist er auf jeden Fall drinnen. Und da im Hintergrund seht ihr auch das Bild von dem Kuchen, den ich letztens gebacken habe. Also bei mir schaut er immer so, ja, so ein goldbraun. So eine goldbraune Farbe hat er dann. Genau, und innen halt sehr saftig. Und mit dem Erythrit, finde ich, ist er noch ein bisschen saftiger. Ja, genau. Viel Spaß.
und lasst es euch schmecken. Okay, super, danke. Und wir schauen uns jetzt wir schauen uns das Video jetzt an, und zwar von dem Apfelstreuselkuchen von der Laura. So, hallo, wir backen jetzt einen Apfelstreuselkuchen. Ich habe mir da schon 5 Äpfel in kleine Stücke geschnitten und fange jetzt gleich mal mit der Füllung an und danach mache ich den Boden. Das heißt, 5 Äpfel in kleine Stücke würfeln. Dann geben wir einen halben Esslöffel, ich muss immer wieder aufs Rezept schauen, halben Esslöffel vegane Butter. In meinem Fall nehme ich jetzt Kokosöl. Also ihr könnt entweder vegane Butter, wie zum Beispiel diese hier, verwenden oder ganz einfach Kokosöl. Gebe ich jetzt mal so einen Esslöffel in den Topf. Dann gebe ich gleich unsere Gewürzmischung dazu. Und zwar kommt der Zimt dazu, ein halber Teelöffel Zimtpulver. Ich nehme jetzt Cinnamon Bark, das Plusöl. Und gebe jetzt einfach mal einen Tropfen Zimt direkt damit dazu. Werde dann aber nachher einfach nochmal testen, ob ich nicht noch einen zweiten Tropfen dazu will, um es ein bisschen intensiver zu machen. Und dann kommen da noch 50 Gramm Zucker mit dazu. Kann man normalen Zucker nehmen. Ich nehme Erythrit. Erythrit ist ein, weiß ich gar nicht, wie man sagt, eine Zuckeralternative, die vom Körper nicht verstoffwechselt werden kann. Zahnfreundlich ist auch noch. Und somit geht das Ganze einfach durch den Körper durch. Er nimmt nichts davon auf, hat also quasi keine Kalorien und ist die gesündere Alternative zu herkömmlichem Zucker. Genau. Ist auch ungefähr gleich süß wie Zucker. Und da gebe ich jetzt noch 50 Gramm dazu. Genau. Und dann stelle ich das Ganze schon auf den Herd. Ich lasse die Butter oder das Öl, ich glaube, ich gebe noch ein bisschen dazu. Das lasse ich jetzt mal gut schmelzen und dann kommen schon meine Apfelstücke dazu. Das Ganze lasst man dann einige Minuten köcheln, bis einfach Flüssigkeit entsteht. Es darf richtig, also ich lasse immer länger, im Rezept steht 3 bis 4 Minuten, glaube ich. Ich lasse immer länger, ich lasse eigentlich die ganze Zeit am Herd stehen, während ich dann den Boden und die Streusel mache. Genau, und dann ist es so richtig schön, ein schöner Saft. Und dann kommt noch Speisestärke dazu, um das ein bisschen zu festigen im Kuchen dann. Und das machen wir jetzt. Das lassen wir mal schmelzen da hinten, bevor ich dann die Äpfel dazugeben. Weil ich es jetzt gerade sehe, habe ich jetzt vergessen, also das ist Dattelsirup, könnte ich jetzt auch noch dazugeben, ist aber vielleicht jetzt schon ein bisschen zu viel süß sonst. Also entweder nehme ich gern Erythrit oder ich nehme gern Dattelsirup, das ist vom Dattelbär natürlich, der Dattelsirup, den ich über alles liebe. Den werde ich dann nutzen für den Boden. Dattelsirup ist natürlich flüssiger, das heißt von der Konsistenz her muss man aufpassen, wenn man viel davon nimmt und einen Kuchen mit Sirup backt, dass das natürlich dann die Konsistenz des ganzen Kuchens beeinflussen könnte. Aber für den Boden ist das eigentlich perfekt geeignet. So. Das Öl schmilzt schon und der Zucker. Und
jetzt gebe ich eigentlich auch schon die Äpfel mit dazu und lasse das Ganze jetzt köcheln. Während das der jetzt am Herd kocht, machen wir mal den Boden. Und zwar nehme ich dafür Haferflocken, ein bisschen Mehl, kleines bisschen Mehl. Ich nehme immer gerne Dinkelmehl, weil ich Weizen nicht gut vertrage. Dann wieder Zimt. Zucker, nehme ich jetzt in dem Fall den Dattelsirup und etwas Salz. Und Butter natürlich, da sagen sie jetzt wieder, die Butter soll geschmolzen sein. Also die kalte vegane Butter oder ausgekühlte vegane Butter, also zuerst flüssig machen und dann ein bisschen auskühlen lassen und dann vermischen. Mein Kokosöl ist bei Zimmertemperatur schon flüssig, deshalb oder bei den aktuellen Temperaturen schon flüssig. Deshalb nehme ich auch gleich wieder das hier. Also 150 Gramm einfach Haferflocken. Ein bisschen mehr, macht nichts. Und dann geben wir 50 Gramm Mehl dazu. Dann rühre ich kurz die Äpfel um. Genau, das war es eigentlich von den Trockenen. Eine Prise Salz kann man noch dazu geben. Dann war es das von den trockenen Zutaten. Und dann würde ich schon die flüssigen, wenn man keinen Dattelsirup hat, dann würde jetzt noch 75 Gramm Zucker dazukommen. Ich rühre mal die trockenen Zutaten um, dass die gut miteinander vermischt sind. Und gebe dann statt 75 Gramm Zucker einfach 75 Gramm Dattelsirup dazu. Vielleicht auch nur 60, schauen wir mal. Naja, wobei. Geht schon. Gut, genau. So, und dann noch 80 Gramm vegane Butter oder eben jetzt Kokosöl in meinem Fall. 80 Gramm davon. Ein bisschen weniger, 73, okay. Aber ich glaube, das reicht. Genau. Und dann natürlich noch den Zimt. Einen Tropfen. Und jetzt kommt der Joker, die Vanille. Ich brauche nie wieder Vanillezucker oder irgendwelche künstliche Vanille oder so. Ich nehme einfach immer das Vanilleöl und gebe da noch großzügig 1, 2, Tröpfchen Vanille mit dazu. So, die Äpfel drehe ich jetzt schon mal runter und lasse sie da einfach weiter stehen am heißen Herd. Ich spüre es schon, die sind jetzt schon weich, da ist schon schön Flüssigkeit drin. Und nachdem ich das hier fertig habe, rühre ich hinten noch in die Äpfel die Speisestärke mit ein, um das Ganze ein bisschen zu binden. Genau, dann rühren wir das mal um.
Durch den Dattelsirup wird das Ganze natürlich dunkler. Darf man sich dann nicht schrecken beim Backen, wenn die Haferflocken dunkel sind. Ist nicht verbrannt, sondern einfach der dunkle Dattelsirup. Genau. Hier in meine Springform, in meine Kuchenform habe ich schon ein bisschen Kokosöl rein. Einfach mit Butter oder Kokosöl die Form ein bisschen ausfetten. Und dann kann man das Ganze eigentlich schon mit dazugeben. Das ist der Boden von dem Kuchen. So, und das geht eigentlich in Wahrheit am besten mit den Fingern. Drücke ich dann hier jetzt einfach in den Boden von der Form rein. Schau, dass der ganze Boden schön bedeckt ist, dass man darauf dann die Äpfel geben kann. Ein bisschen durch den Sirup, macht aber nichts. Und das Zimtöl schmeckt das super gut raus. So, yes! Dann geben wir jetzt gleich die Speisestärke mit dazu. Und zwar 2 Esslöffel Speisestärke, genau. Das war ein großer. Nehmen wir den zweiten ein bisschen kleiner. So, ich gebe da jetzt trotzdem noch ein bisschen Zimtpulver dazu für die Optik und für den Geruch. Das riecht ja nochmal anders, wenn ich es finde. Paprika. Das war knapp. Da ist der Zimt. Das ist das Richtige. Ja, die Äpfel sind richtig schön weich gekocht. Lasse ich da jetzt stehen und jetzt machen wir zu guter Letzt die Brösel. Dafür wasche ich dann meine Schüssel nochmal aus. Und für die Streusel nehme ich jetzt tatsächlich die vegane Butter, weil sonst wird mir das Ganze, glaube ich, jetzt ein bisschen zu kokoslastig. 50 Gramm vegane Butter, die lasse ich jetzt nochmal schmelzen. Ich mache immer gerne ein bisschen mehr Streusel, weil ich liebe Streusel und ich finde, man kann nie genug Streusel haben. Deshalb wird es vielleicht jetzt 60, 70 Gramm Butter und dann auch ein bisschen mehr Mehl. Ja, machen wir 70 Gramm. Perfekt. 70 Gramm Butter. Das stellen wir da jetzt kurz am Herd. Das wird sich eh schnell. Schnell schmelzen, weil die jetzt schon weich ist, es ist so warm. Das tut schon. Und dann nehme ich 75 Gramm Mehl, da nehme ich jetzt 100 Gramm Mehl, weil wir ja auch mehr Öl haben.
Ich nehme 120 Gramm Mehl. Man kann nie genug Streusel haben, finde ich. Ja, und 30 Gramm Zucker, dann nehme ich jetzt wieder den Kristallzucker, das Erythrit, weil der Dattelsirup sonst die Streusel zu flüssig macht. Also das ist zum Beispiel, was ich vorher gemeint habe. Wenn du mit Dattelsirup arbeitest, musst du immer bedenken, dass sich die Konsistenz verändert. Und für die Streusel, die wollen wir ja streuselig, die sollen ja nicht zu flüssig werden. Deshalb gebe ich da jetzt noch 30 Gramm Erythrit. Genau, da bleibe ich bei 30 Gramm, weil jetzt haben wir eh schon so viel Süße, das muss, also ich glaube, das reicht. So, und auch hier gebe ich jetzt nochmal in die Streusel das Vanilleöl mit dazu. Machen wir 2 Tropfen diesmal oder 3. Why not? Einmal kurz umrühren das Ganze. Und dann kommt eigentlich die Butter dazu und das Streusel geht auch wieder, Streusel machen geht am besten mit den Fingern. Genau, die Butter ist da eh schon fast geschmolzen, da ist jetzt noch ein bisschen ein Stück Butter dabei, das macht aber nichts. Genau, und die leere ich jetzt mit dazu und dann wird das so eine sehr trockene Masse, aus der ich dann die Streuseln rausbröseln kann. Genau, das ist jetzt so relativ trocken. Das lasse ich jetzt mal so, leer da die Äpfel drauf. Überlegt, ob eh die Stärke dabei ist. Ja, die ist dabei, weil sonst zerrinnt das Ganze nachher so. Aber es ist wirklich, also ich liebe das, wenn diese Fülle da richtig flüssig ist, weil dann der Boden, diese Haferflocken sich richtig schön ansaugen damit. Deshalb finde ich für die Fülle eigentlich auch den Dattelsirup super, aber eben auch im Boden. Und dann wird der schön, ja, schön weich. Dann saugen sich da die Flocken voll. Very nice. Gut, und zu guter Letzt machen wir da die Streusel. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Mehl noch. Dass die schön trocken sind. Also die sollen richtig trocken sein. Ja, jetzt ist fast noch ein bisschen viel Öl. Was gut ist, mehr Streusel. Aber sie fangen schon an, sich zu streuseln. Also wenn man da so reinfahrt, dann werden das so mit der Krümelchen. Und die streusel ich dann da einfach drüber. Yes. Perfekt. Das war's. Der Streuselkuchen ist fertig. Das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze.
Schauen wir mal kurz. Ja, also ich mache immer so 180 bis 200 Grad. Ich finde es jetzt gerade nicht. 180 Grad circa für 50 bis 55 Minuten in den Ofen. Nein, das verbrennt nicht. Und dadurch werden halt, also einerseits ist der Teig dann durch und die Haferflocken werden so richtig, die saugen sich dann so richtig schön an mit der Flüssigkeit und so. Also ja, dauert ein bisschen, bis das Ganze fertig ist, aber es zahlt sich aus. Viel Spaß und guten Appetit. Ja, super. Was man übrigens im Hintergrund gesehen hat, ist einerseits die Venus, unser Hund. Und noch, noch eine lustige Sache, und zwar da steht irgendwie, weil uns die Küchenrolle offensichtlich ausgegangen ist, haben wir ein Klobier aufgehängt. Aber da hinten im Hintergrund seht ihr das Brot, das gerade backt. Und das ist eigentlich dasselbe Brot, das ich heute auch gebacken habe. Also da sieht man schon, wie das groß aufgeht und halt eigentlich fast fertig ausschaut. So, jetzt vielleicht einen kurzen Blick auf das Brot im Moment. Also es ist schon ordentlich aufgegangen. Es hat sich wahrscheinlich schon um die Hälfte vergrößert. Das heißt, die Hefe arbeitet schon. Und ich würde sagen, ich gebe an den Lukas. Ich alles klar. Hallo zusammen. Mein Brot ist noch nicht ganz so viel aufgegangen, habe ich gerade geschaut, aber es, hoffentlich wird es noch. Ja, ich darf euch heute ein paar, also zwei Sorten Energy Balls zeigen, wie wir das immer zu Hause machen. Also wir haben schon immer Datteln zu Hause, aber wenn wir irgendwie was naschen, dann machen wir uns meistens Energy Balls. Ja, ich habe euch schon, also der Markus hat die zwei Rezepte, also die Zutaten in die Gruppe reingeschrieben, der jetzt mitmachen will oder die jetzt mitmachen will, können mitmachen. Wir nehmen, also man kann, die Grundmasse ist immer Datteln, man kann da entweder ganze Datteln nehmen, die entsteinen und dann im Mixer, wenn man Medjool-Datteln nimmt, sind die schon ein bisschen weicher, dann kann man die eigentlich so durchmixen. Wenn es ein bisschen härtere Datteln sind, dann sollte man es vorher in Wasser einweichen und dann durchmixen. Wir nehmen, die Laura hat es heute schon erwähnt, die Dattelpaste vom Dattelbär. Das schaut so aus. Und ja, ich habe jetzt keine Mengenangaben, also ich mache das eigentlich so wie der Markus immer. Ich gebe einfach rein und dann schaue ich, ob die Masse irgendwie so ist, dass ich dann auch wirklich Energy Balls drehen kann. Also ich nehme jetzt für die eine, wir machen einmal so After Eight Energy Balls und einmal Messino Dattel Energy Balls. Das ist eben so, warum After Eight? Beim einen ist Pfefferminz drinnen, beim anderen ist so ein bisschen Kakaopulver und Orangenöl drinnen und deswegen schmeckt das so ein bisschen wie Messino. Ich nehme da jetzt circa die Menge an Dattelpaste für das eine und fürs zweite circa die gleiche Menge. Ich mache jetzt ein bisschen weniger, weil sonst drehe ich mich bis um 23:30. Also sonst drehe ich so viele Kugeln bis 23:30 am Abend. Und das mag ich halt auch nicht mehr machen. Habe da ganz normale Schüssel, wo ich das die Dattelpaste jetzt reingebe. Und ich fange jetzt mal mit den After Eight Energy Balls an. Da haben wir ein bisschen Kakaopulver. Jetzt einfach mal so dazu. Einfach nach Gefühl. Dann geriebene Nüsse, ganz nach Geschmack. Wir haben jetzt Walnüsse zu Hause, da kann man Haselnüsse nehmen, da kann man Mandeln nehmen, da kann man einen Mix von Nüssen nehmen. Also ganz, wie man, welche Nüsse man am liebsten hat. Jetzt muss ich das da aufschneiden. Gebe ich auch mit rein und von den Nüssen ein bisschen, kann man schon ruhig ein bisschen mehr reingeben. Das sieht man dann nicht immer, also vielleicht am Anfang ein bisschen weniger, aber dann, wenn man es durchknetet, die ganze Masse, dann sieht man eh, ob das jetzt wirklich eine schöne homogene Masse ist, dass man dann auch wirklich Balls draus drehen kann oder nicht. Dann kommt
bei den After Eight Energy Balls ein Cashew-Mousse rein. Das ist fürs Fett, dass es wirklich auch dann drehbar ist, sodass man das wirklich dann auch rollen kann. Da gebe ich jetzt noch einen zweiten Löffel damit rein. Und dann kommt auch schon, dann kommen da noch ein paar Kakaonips rein. Das ist die Schale von den Kakaobohnen. Wir waren vor 2 Jahren im Oman und dort waren wir auf einer Kakaoplantage und dort habe ich die das erste Mal wirklich kennengelernt und wir haben da eine ganze Dose gekauft und bin dann erst selber drauf gekommen, oder die Carina hat es mir eigentlich erzählt, was das eigentlich für ein Superfood ist. Da sind so viele wertvolle Nährstoffe drinnen und schmecken halt ein bisschen bitter, aber sind wirklich gut. Also der Bowl in der Früh oder so in den Bowls schmeckt das wirklich herrlich. Ja, kann man auch ein paar reingeben. Diese After Eight Energy Balls, die wälzt sich dann am Ende auch nochmal in diesen Kakaonips. Also braucht man jetzt nicht so viel gleich am Anfang reingeben. Und dann die wichtigste Zutat. Bei uns ist jetzt leider das Pfefferminz, die Pluslinie ausgegangen. Markus hat es beim letzten Mal schon gesagt, es ist das Gleiche. Normalerweise haben wir die Pluslinie auch immer da, auch vom Orange dann. Jetzt gebe ich da 1 oder 2 Tropfen vom Pfefferminz rein. Eines reicht meistens, jetzt sind es 2 geworden. Ja, und dann knetet man das Ganze schön durch, bis es halt dann wirklich eine schöne Masse wird. Ich mache es jetzt mit der Hand, weil die Dattelpaste im Kühlschrank war und noch ein bisschen härter war und sonst geht das nicht ganz. Ganz wichtig, dass man es wirklich dann durchknetet, weil sonst hat man auf der einen Seite zu viel Öl oder kein Kakaopulver und dass das wirklich dann halt durch die ganze Masse ist. Dann zeige ich es euch jetzt mal, das ist jetzt so eine Masse, die ich da so wirklich zusammendrücken kann. Und das passt dann eigentlich so. Also es kann schon ein bisschen flüssiger sein, beziehungsweise flüssig. Man kann schon wirklich schön durchdrücken. Es muss jetzt nicht zu fest sein, weil wir geben dann die Energy Balls immer ins Gefrierfach für ein paar Stunden. Dann kann man es auch in den Kühlschrank lassen, aber ganz am Anfang frieren wir es mal ein. Wenn man es jetzt wirklich länger haltbar machen kann, dann lassen wir es drinnen oder einfach nur im Kühlschrank, dann halten es halt nicht ganz so lange. Und ja, die meisten sind so schnell weg, es reicht der Kühlschrank. Gut, dann habe ich da jetzt die erste Masse. Ich mache jetzt gleich die Mersino-Masse auch und wälze dann ein paar Kugeln. Und dann, ja, später, wenn ich fertig bin, mache ich die restlichen fertig. Da habe ich jetzt wieder, wie gesagt, die Dattelmasse. Genau, was ich noch dazu sagen wollte, falls jetzt zu wenig Nüsse da sind oder falls man nicht so viel Nüsse mag, um die Masse ein bisschen homogener und auch fester zu machen, kann man auch Hefeflocken dazugeben, auch wenn man Hefeflocken gern mag, die kann man einfach so reinstreuen, dann bekommt das auch ein bisschen eine dickere Masse. Genau, das war die Masse mal für die After Eights. Bei den Mesino Energy Balls, Entschuldigung, ich habe noch eine Zutat vergessen, die haben wir auch bei beiden immer drinnen. Das sind geschrotete Leinsamen. Das ist, ich vertrage Chiasamen nicht so, also bei mir bläht sich da der Magen immer so auf. Und Leinsamen hat ja fast, beziehungsweise komplett die gleichen Eigenschaften fast wie Chiasamen. Und von dem her ist bei uns immer geschrotete Leinsamen zu Hause und das funktioniert in den Energy Balls richtig gut. Die kommen dann auch noch in die Masse rein, die gehen wir in beide rein. Gut. Zu den Mesino-Datteln, da haben wir auch ein bisschen eben Schokolade, also Kakaopulver. Da ein bisschen mehr, weil eben Mesino ist ein bisschen mehr schokolastig. Dann geben wir normalerweise immer Mandelmus rein. Das steht auch jetzt so im Rezept, was der Markus reingestellt hat. So, jetzt habe ich dreckige Hände. Machen wir es so. Wir haben aber jetzt Carina hat beim Dattelbär bestellt und da gibt es seit neuestem dieses Haselnussmus.
Und das schmeckt so gut. Und jetzt probieren wir das heute in diesen Messino Energy Balls. Für alle, die es nicht zu Hause haben, eben was der Markus reingestellt hat, haben wir da das Mandelmus verwendet. Ah, wir haben Mandelmus verwendet. So. Geben wir das rein. Dann eben, wie vorher schon gesagt, die Leinsamen. So, jetzt ein bisschen viel. Und die wichtigste Zutat, ein bisschen Orangenöl. Je nachdem, wie gern man das Orangenöl dann drinnen hat. Bei mir sind es jetzt wieder zwei geworden. Und dann wieder durchkneten. Die Masse ist sehr hart, aber ein, zwei Mal, dann hat schon ein bisschen Temperatur durch meine Hände und dann kann man schon ganz gut durchkneten. Und da auch ganz wichtig, eben wieder, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Kakaopulver drinnen, wirklich komplett durchkneten, dass das Kakaopulver dann auch wirklich in der ganzen Masse ist. Normalerweise, wenn die Carina da jetzt dabei ist, wird fast die Hälfte von der Masse jetzt schon gegessen werden. So, und wie bei auch beim bei der After Eight Masse haben wir da jetzt so eine schöne Masse, die man jetzt so durchkneten kann. Die ist jetzt schon, also die fällt jetzt auch nicht auseinander, die kann ich da jetzt so ziehen. Das ist wirklich eine schöne Masse, die man, da könnte man jetzt auch so eine große Kugel draus machen. Und da sieht man einfach schon, dass das Ganze passt. Genau, das wären schon mal die zwei Massen. Und eben dann die Messino Energy Balls wälzen wir immer in Kakaopulver und die After Eight Energy Balls in den Kakaonibs. Da habe ich mir dann einfach, ich mache jetzt die Messino Energy Balls, habe ich einfach einen Teller mit, das sieht man jetzt nicht, ich probiere die Kamera ein bisschen drehen, einen Teller einfach mit Kakaopulver, das wird jetzt dann für die ganze Masse ein bisschen zu wenig sein, aber ich drehe das jetzt einmal so runter. Ja, genau. Und nehme dann, je nachdem wie groß man dann halt auch die Kugeln haben will, reiße ich da ein bisschen was von der Masse runter, drehe die dann so wie Knödel, die ist ein bisschen groß, drehe das Ganze so her und dann wälzt sich das, sieht man das? Ja, sieht man. Wälzt sich das in dem Kakaopulver. Jetzt habe ich mal keine Schüssel vorbereitet, wo ich dann die fertigen reingebe. Die ist dann so in dem Kakao gewälzt. Und ja, stelle ich mir dann, wo ist jetzt der Schüssel? Hoppala. Eine Schüssel rein, da kann man es schön so aufschlichten und dann eben ins Gefrierfach, wenn man da alles drinnen hat. Für die After Eights habe ich eben diese Kakao-Nips, das mache ich jetzt auch gleich da. Ich mache was raus, da habe ich dann die andere Masse, wieder so, ja, je nachdem wie groß man es will. Da ist jetzt ein bisschen schwieriger, dass man das Ganze wälzt, da muss man ein bisschen zusammendrücken. Bei den Kakaonips hat dann so ein bisschen eine stachelige Form. Und die schaut dann so aus. Und ja, lege ich mir auch dazu, mache ich mir zwei Seiten. Einmal von den Messino, einmal von den After Eight Energy Balls. Und ja, einfach fertig drehen. Ins Gefrierfach oder einfach in den Kühlschrank, wenn man es gleich essen will. Und ja, einfach eine perfekte Alternative zu Naschen oder irgendwie ja, zum Naschen. Ganz kurz und bündig, ich bin dreckig, muss mir schnell die Hände waschen und nachher geht es dann weiter mit den Rollen. Ja, super. Gesund naschen, herrlich. Cool. Dann mache ich kurz weiter. Wenn du jetzt. Du bist jetzt kurz weg. Nein, nur ganz kurz. Also, das sind jetzt zwei Sorten, die wir immer machen. Wir probieren eigentlich jedes Mal, wenn wir so diese
Energy Balls machen wir immer einmal Messino, einmal die 8D, das ist immer dabei und sonst. Hallo? Carina, ich glaube, du bist jetzt nicht mehr drin. Ja, ansonsten machen wir halt wirklich, was uns halt einfällt, was für Nüsse wir zu Hause haben, welche ätherische Öle, welche Nussmusse, und da kann man halt wirklich herumspielen, so viel man will. Genau. Jetzt gebe ich zu Markus weiter. Ich gebe mir Hände waschen. Ja, ich werde jetzt kurz weiter das Brot wälzen, einschlagen sozusagen. Und wenn du dann noch was zeigen willst, dann können wir wieder an dich übergeben oder wir sind dann quasi ready. Genau, das Backrohr kann ich jetzt schon mal anheizen. Ober- und Unterhitze. Und ich versuche das jetzt auch so cool mit der Lukas. Warte mal. So, wieso springt er da bei mir in die Sprecheransicht nicht um? Eigentlich bin ich echt der Sprecher. Achso, das sieht sich vielleicht zu Vollbildmodus. Du siehst dich, glaube ich, sehr, wenn ich spreche. Aha. Na, Hauptsache, ihr seht es. Also, ich habe da jetzt dieses bemehlte Backblech. Habe ich ein bisschen Mehl schon drauf gegeben. Und der Brotteig ist jetzt schon wirklich sehr groß aufgegangen. Er wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen weiter aufgehen, aber jetzt wollen wir auch nicht mehr noch eine Stunde warten. Jetzt versuche ich ihn da rauszukriegen. Auch mit dem Löffel. Also ich greife ihn eigentlich de facto nicht an. Versuche ihn auch nicht extrem klein zu machen oder halt zu viel zu belästigen, unter Anführungszeichen. Gebe ihn so gut wie möglich dann aufs Blech. Seht ihr das? Nein, noch nicht. So, bemehle die Oberseite ein bisschen. Und schlage ihn dann einfach nur ein bisschen ein. Bis er dann so eine homogene Form bekommt. So, und dann schaut das in etwa so aus. Ist oben noch leicht bemehlt und ab ins Rohr. Also das Coole ist halt, das ist auch das Lässige bei den Energy Balls, beziehungsweise jetzt bei dem Brot, dass es wirklich also eigentlich schnell geht und einfach, ohne große Vorbereitung oder was auch immer. Also das ist halt für mich, bin ich beim Brotbacken zumindest, weil Energy Balls habe ich jetzt in der Form noch nicht gemacht. Aber das ist einfach cool, wenn es einfach und schnell geht, weil dann mache ich es eben auch oft. Ja, das war's.
Und ich würde sagen, ah ja, genau. Also ich weiß nicht, ob du noch da bist. Natürlich ist er noch da. Also ich bin gerade am Drehen. Also ich habe jetzt mal 7. ja, es geht jetzt halt noch ein bisschen. Jetzt habe ich von der Masse, die ich euch gezeigt habe, habe ich jetzt schon mal 6 so After Eight Energy Balls gemacht. Und so viel Masse habe ich noch. Also ich glaube, es werden sich so 18 Kugeln damit ausgehen. Bei der anderen Masse auch. Ja. Und ja, so viel, wie der Markus gerade gesagt hat, ist jetzt nicht so viel Arbeit. Wir haben halt immer irgendwie ein Nussmus zu Hause. Wir haben eigentlich immer Dattelpaste zu Hause. Wir haben immer irgendwelche Nüsse zu Hause. Öle so und so. Und deswegen können wir das eigentlich immer machen. Und jetzt, ich habe schon 2 gegessen. Die Carina hat noch keine gekriegt, die liegt auf der Couch. Die bekommt es ein bisschen später. Aber ja, kann man auch gleich nebenbei ein bisschen naschen. Dann kommt es da nicht so lang vor. Weniger zum Morgen. Hast du mit anderen Ölen auch schon experimentiert? Also du sagst jetzt Orange, das ist so mit Sino und Pfefferminz. Ja, wir haben schon mal Grapefruit reingenommen. Das ist halt ein bisschen anders wie Orange, weil es hat also ein bisschen Bitternote, aber trotzdem so dieses, ich mag einfach Zitrus voll gern. Und das hat dann halt ein bisschen so andere Zitrusnote. Haben wir noch irgendwas versucht? Was wir noch nicht gemacht haben, fällt mir jetzt gerade ein, ist Vanille. Mhm. Zitrone auch, das ist halt dann, das hat dann so ein bisschen frischer wie Orange. Aber so richtig experimentierfreudig waren wir eigentlich da jetzt noch nicht. Also wir haben so auf irgendwie, ja, Zitrusfrüchte, Pfefferminz und ja, das nächste Mal, vielleicht mache ich das auch heute noch, wenn ich jetzt schon drinnen bin, dass ich eines mit Vanille probiere. Ja, Vanille, ja. Also ich glaube, Vanille geht immer. Also das schmeckt halt also extrem lecker, finde ich, im Kaffee, in dem Kuchen zum Beispiel. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das super schmeckt. Ja. Und eventuell, was ist eigentlich so mit zum Beispiel Zimtrinde? Wird das auch? Oder ist das zu intensiv? Kann schon sehr gut funktionieren. Also da muss man natürlich aufpassen. Also wie gesagt, bei Pfefferminz oder bei Orange, bei der kleinen Menge von 18 Balls, da kann ich jetzt schon 2 Tropfen reingeben. Aber es ist dann halt schon, das riecht und schmeckt dann halt wirklich Pfefferminz. Und da hast du halt dann auch wirklich Öl, und also Orangenöl, aber... Ja, wenn du halt wirklich was Intensiveres nimmst, dann muss man wahrscheinlich auch mit der Pipette arbeiten. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein bisschen weniger rauskommt oder halt wirklich halbe Tropfen gehen ja leider nicht raus. Ja. Ja, der Vorteil bei deinem, bei den Energy Balls ist halt, dass die Wirkung auch noch erhalten bleibt, ne? Weil sie halt nicht gebacken werden. Ne? Hallo. Hallo. Jetzt darf die Carina auch. Carina schleicht sich schon an und. Ah ja, genau. Na super. So haben wir eigentlich keine Energy Balls gemacht. Ja, weil du keine gemacht hast. Weil wir keine Dattelpaste da haben. Dattelpaste. Ja, also wir haben das letzte Mal auch mit Datteln versucht. Das ist dann schon ein bisschen mühsamer, wenn man die vorher mixen muss. Und das ist, wenn man mit der Dattelpaste, die ist einfach cool, das nimmt man da raus, das knetet man einmal durch und dann passt es. Ja, voll. Ich habe halt einmal irgendeinen Dattelaufstrich machen mit Datteln, dann habe ich einfach Wasser dazugeben und der musste halt schnell weg. Weil das, die Datteln im Mixer halt einfach. Ja, es vergeht halt voll im Mixer. Das ist totaler Matsch. Ich habe keine Dattelpaste gefunden und heute noch versucht, Dattelpaste zu machen. Ich bin mal gespannt, was das hier wird. Ich habe sie in den Kühlschrank gestellt, weil das so eine riesen Matschepampe ist. Das war davor noch alles warm. Hast du auch Wasser reingegeben? Hast du Wasser reingegeben? Ja, ich habe online geguckt, wie es geht. Und da stand eben erst im Wasser einweichen, Wasser weg und dann immer ein bisschen Wasser nochmal einrühren. Ja, ist jetzt im Moment zu flüssig, um da wirklich irgendwas draus zu formen. Aber ich gucke mal, vielleicht, wenn ich einen im Kühlschrank habe. Aber wie gesagt, wenn du Haferflocken oder noch ein bisschen grobere Nüsse da hast, dann gib die noch in die Masse rein, weil die machen das dann, die ganze Masse dann ein bisschen dicker und dann lassen sie sich ein bisschen besser formen.
Ja, das wird dann Versuch Nummer zwei. Also ich merke schon, es war jetzt, ich glaube, eine Viertelstunde im Kühlschrank. Es wird schon fester. Ja. Mal gucken. Sehr gut. Was sagt die Carina? Sehr lecker. Prost. Wow, überhaupt die Messina sind. Wow. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Carina approved. Mhm. Ich habe eben gerne, ich habe urgern diese Messino-Kekse früher gegessen, aber die sind noch nicht vegan. Und die Update auch sind auch nicht vegan. Und deswegen. Wirklich gut. Ja, wir rollen jetzt noch die Messino fertig. Also ich. Ja, mach du das. Ich bin als Carina Nastello gerollt. Wenn ich fertig bin, kann ich wieder anfangen. Okay. Die Datteln habe ich übrigens auch im Frierfach, also im Tiefkühlschrank. Ja. Der Dominik hat gemeint, also Dattelbär, der hat irgendwie gemeint, das ist nicht schlecht im Sommer, dass man die da irgendwie einfriert. Und sie sind halt so, ja. Sie sind halt ganz hart, wenn man es rausnimmt. Also sie sind wie so, also ich mag's nicht so Bonbons gern. Eigentlich, vorne Bonbons. Ja. Bonbon. Das dauert mir ganz lang, oder? Wenn ich eine Dattel will. Nein, die sind nicht, die frieren ja nicht, die haben ja kein Wasser. Oder nur ja, ganz, die ganz, nicht ganz geringen also, Anteil an Wasser. Kannst du es dann schon gleich essen, aber du kannst es jetzt nicht gleich, also sie sind schon viel härter als normal. Ja, und ich finde halt so geil, diese knusprig weichen Datteln, die halt weich sind, aber die knusprige Dings, ja. Die schon so knusprig sind, so leicht. Und das verlierst halt, finde ich, voll durch den Gefrierschrank. Das stimmt. Der kommt nicht mal, weil wir haben keinen Platz im Kühlschrank. Also aber sie haben jetzt immer einen Kühlschrank gehabt und kaputt sind sie noch nie geworden. Die Daten nein, nicht. Im Kühlschrank ist sehr gut. Ja. Aber halt nicht im Kühlschrank und nicht irgendwie ja. Gekühlt oder an einem kühlen Platz. Könnten es halt theoretisch, die sind ja nicht behandelt, ne? Die sind ja voll unbehandelt und deshalb könnten es halt schimmeln, wenn es im Rahmen steht. Weil ich habe auch dieses Sesammus bestellt vom Dattelbär. Das müssen wir probieren. Weil da könnten wir auch einmal Energy Balls machen mit schwarzem Sesammus. Mhm. Ah, das haben wir, Sesammus ja. Und Vanille. Mhm. Why not? Ja, da gibt es keine Grenzen. Ja. Wie lange hast du das Brot meistens drinnen, Markus? Das ist jetzt wahrscheinlich so, ich schätze mal, knappe halbe Stunde bei 200 Grad. So gut. Und ich schaue da weniger auf die Zeit oder so, sondern ich schaue halt immer wieder rein. Man merkt, ich bin jetzt nicht irgendwie sehr kramgenau und sehr pünktlich, aber ich mache es halt ein bisschen nach Gefühl, einmal so und einmal so. Und ja, wenn es oben dann so eine goldbraune, also so eine klassische Brotbraune irgendwie kriegt, dann nehme ich es raus. Okay. Mhm. Im Hintergrund vom Video hat man es gesehen, irgendwie, dass auch so das Brot gerade im Backrohr war. Weil das war vom Mantra-Sing-Wochenende, glaube ich, und da haben wir eben Kuchen backt und Brot backt. Okay. Lecker. Lisa probiert gerade die Energy Balls mit Vanille. Ja. Energy Balls mit Vanille, genau. So. Ja. Mir hatte heute gar nicht so lange gedauert. Also es war jetzt wirklich ganz so viel Masse. Also ich bin jetzt bei den letzten zwei. Die sind auch ziemlich groß. Also eher ungut. Aber sie sind schon ziemlich groß. Na, perfekt. Die Energy Balls sind halt so voll der Happen, ne? So irgendwie zack, eins und noch eins. Und eben jetzt im Sommer ist es so geil, wie gesagt, wir frieren sie ja ein. Mhm. Wenn es so urheiß draußen ist und dann hast du ein richtiges Energy Ball Eiskugel. Ja. Aber das ist dann wahrscheinlich eh ähnlich wie die Datteln, die halt gefroren sind. Ne? Sie sind halt irgendwie hart und das ist
Das ist so, wie wenn du Eis im Mund nimmst, das, also du kannst es nicht gleich zerbeißen, sondern es schmilzt halt im Mund. Stimmt eigentlich, weil die kannst du eigentlich auch gleich, wenn es gefroren sind, kannst du es auch gleich essen. Ja, stimmt. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, nur kurz zum Brot. Hast du ein Backpapier unterhalb auch hingegeben? Ja, wir haben so ein, ich glaube sogar von Young Living hat die Laura das. Das ist so eine Silikonunterlage und okay. die bleibt bei uns fast immer drinnen. Also okay. Das ist so ein, nicht so ein Weg, sondern mehr Weg. Also okay. Eine Unterlage und ja. Alles klar. Ja. Also sind jetzt fertig und sind so viele geworden. Oh, cool. Also, sechs fehlen jetzt, glaube ich, circa schon. Genau. Ja, super. Freut mich, dass du das gemacht hast. Also echt super. So. Ja, mich hat es auch gefreut. Ich hoffe, es war alles verständlich und ihr seid mitgekommen. Und wie gesagt, das Rezept ist eh drinnen. Falls wir was Neues machen, was lecker schmeckt, dann können wir sie auch in die Gruppe reinstellen. Mhm. Voll. Cool. Ja. Dann machen wir Dackel.